Moin, sind ihr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Im letzten Part haben wir uns hier auf die Insel verzogen und machen uns auf zu ergründen, was hier beim magischen Turm mit dem Magier und auch den Anwohnern sowie den Bauern, die sich aufgemacht haben, um Essen und Nahrung zu betteln, geschehen ist. Auf Wunsch von Kehra Metz natürlich. Geralt kommt ja von alleine nicht auf die Idee, mal sowas zu tun. Warum sollte er auch? Aber einer Dame kann man ja keinen Wunsch abschlagen. Und deswegen tapsen wir jetzt hier erstmal über die Insel und schlagen uns mit ein paar Ertrunkenen. Was sieht irgendwie sehr neblig aus. Nebel ist ja immer so eine gefährliche Sache in dem Spiel. Aber es scheint tatsächlich einfach nur Nebel zu sein. Damit kann ich dann ja noch leben. Ist hier sonst noch irgendwas? Was ist das hier? Irgend so ein Bannkreis oder so? Oh, siehst du, direkt eine Höhle gefunden. Gleich mal rein. Was haben wir denn hier so? Pilze, eine Kiste. Das war's. Gleich mal ein bisschen Grabraub betreiben, ne? Man hat ja sonst auch keine Einnahmenquellen, ne? Die Monsterjagd läuft nicht mehr so gut, ne? Das wirft nicht mehr so viel ab. So, da hinten, da sehe ich doch irgendwas rumschlawinern. Ah, oh, du Schlawiner, du. Komm ran, du. Ja, ja, komm. Zack und zack, das läuft. So, okay. Da war auch noch so eine grüne, moderige Kiste. Da muss was drin sein, ja. Siehst du, ein Runenstein. Weiter geht's. Habe ich übrigens schon mal erwähnt, wie schön detailliert und liebevoll gestaltet diese komplette Spielwelt ist. Ich muss das nur sagen. Ne? Also, es ist alles einfach wie aus Hand und Liebe gebaut. Ne? Vor allen Dingen ist alles so schön schief. Ich sehe hier zwar irgendwo Gestrüpp, aber ich kann es nicht looten. Es ist alles irgendwie schief und krumm und nicht gerade und ach, das ist einfach toll. Wenn man über so einen Holzsteg geht, dann sieht nicht jedes Brett aus wie das nächste oder es sind drei Bretter, die sich immer wiederholen, sondern das Ding ist komplett durchmodelliert und dann fehlt da mal ein Brett und dann sind die mal ganz schief. Es ist einfach gut. Ein Ghoul, hallo. Ja, das lassen wir mal lieber, ne? Bei euch weiß ich schon, dass stumpfes Draufhauen wunderbar funktioniert. So, wen haben wir denn da hinten noch? Wahrscheinlich noch ein Ghoulchen. Na komm Rando, ja komm. Immerhin bewegt ihr euch, nicht so wie unser mächtiger Wyvern-Kampf. Ich will auch nicht vergessen. Das war, glaube ich, der langweiligste Kampf gegen einen Wyvern, den Geralt jemals gesehen hat. Er hat sich einfach nicht gewehrt. Naja, war zwar schön angenehm leicht, aber also ein bisschen Herausforderung mag ich dann ja doch, ne? Ich geb's ja zu. Oha. Oh, was ist das denn hier? Oh, so schnell konnte ich nicht reagieren. Kommt er da einfach über den Hügel gejumpt? Oh, weg. Das lassen wir mal schön. Warum sind da so viele? Was ist da los mit euch? Und jetzt lockt die da alle hin und pala! So muss das, genau. Ausweichen! Oh, weg. Oh, weg. Scheiße. Die Distanz war doch zu hoch. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie so weit sprühen hier, die Viecher. Na komm. Ich sehe hier doch nur einen, aber wo? Irgendwo da unten. Oh, ich hau immer ein zu viel. Ah! Okay. War's das jetzt? Ja, jetzt war's das. Gut. Dann looten wir erstmal. Modehautblut, ein bisschen Knochen. Seht schon, das ist schon perfekt wieder für die nächsten Tränke, ne? Bereit schon alles vor hier, da höre ich noch einen. Moin. Hättest du wohl gerne. Ja, zack, dran vorbeigedreht und jetzt gib's drauf. Ah, wieder ein zu viel. Egal, solange wir nicht sterben, alles noch gut, ne? Alles noch im grünen Bereich. Ich bin halt kein Meisterhexer. Ne? Ich bleibe ein Fuchs. Das ist problematisch. Ah, Bienen. Oder irgendwas anderes ekliges, keine Ahnung. Insekten sind immer so eine Sache. So, wir sind drin. Optional, verwende die magische Lampe, um Geister zu finden. Moment, hier sind noch Monster. Wir kümmern uns erst um die Monster, dann verwenden wir die Lampe. Damit Monstern im Nacken ist, nicht gut Lampe verwenden. Ah, da habt ihr einen draufgekriegt, ey. Was bist du hier wütend? Seht ihr das? Der eine pusht sich jetzt und heilt quasi gegen das an, was wir den anderen antun hier. Oh, da ist noch einer. Ausweichen. Gerald, ja, könntest du dich mal auf einen konzentrieren? Oh,
Da wird rumgeflubbert. Ah, siehst du. Ich habe sogar gespürt, dass jetzt der Angriff kommt. Bin aber in die falsche Richtung ausgewichen. Schade. Es hätte choreografisch relativ cool werden können. Aber man kann nicht alles haben, ne? So, das nehmen wir mit. Das Giftextrakt nehmen wir mit. Was haben wir noch? Noch mehr Giftextrakt. Und da ist eine Kiste gewesen irgendwo. Irgendwo habe ich doch gerade eine... Da ist sie. Alles mitnehmen, was geht. So, dann wollen wir mal die Lampe rauskramen. Ah ja, okay. Und schauen uns mal hier so ein bisschen um. Ob wir da nicht irgendwem begegnen, ne? Sie leuchtet auf jeden Fall schön grün. So, Lampe. Zeig mir einen Geist. Wir laufen halt jetzt einfach das Gebiet, aber man muss ein bisschen gucken, dass man schnallt, wo man schon gewesen ist. Hier hinten im Gestrüpp wird, glaube ich, nichts sein, du. Aber man weiß nie, man weiß nie. Gehen wir mal ein bisschen scannen. Scan, scan, scan. Wie sieht's mit den Butzen aus? In der Butze ist nichts los. Außer, dass wir sie grün erleuchten. Und das ist mal schon mal ein Karren. Da könnte doch was gewesen sein. Mann. Sie hatte ja auch, wie gesagt, wir sollen nach Knochen gucken, ne? Vielleicht kann man die sehen. Schön viel Zeug zum Smieden. Hat schon irgendjemand Knochen gesehen? Irgendwas? Nee? Oh, ich laufe mit meinem Lämpchen rum, ne? Das ist schon... Hat schon was. Ein bisschen, ich sollte Keiras Lampe benutzen. Hier jetzt? Ah, guck mal da. Sie sind weg! Sieh nur! Auf und davon! Wir müssen schwimmen! Los! Was ist mit unseren Sachen? Ich kann sie nicht hier lassen. Geh schon. Finde ein Boot und komm mich dann holen. Wenn du es hinüber schaffst. Ja, warum nicht? Ich bin gleich wieder da. Ah, okay. Also, das zeigt uns das an. Wir müssen nicht die ganze Zeit wie bescheuert mit der Lampe rumlaufen. Das ist schon mal nett. Was ist denn hier los? Die ganze Insel ist voll mit Bekloppten, ey. Komm, komm. Weg, 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 weg. Ja, jetzt verreckt hier. Wenn ihr jetzt mal, wir bleiben noch mal kurz hier stehen und gucken uns noch mal dieses wunderbare Bild an. Schaut euch mal den Boden an und wie bewachsen dieser Sumpf ist. Sieht das nicht unglaublich gut aus? Auch mit unterschiedlichen Gräsern, ne? Wir haben hier so ein paar Sumpfpflanzen, ein bisschen normales Gras. Einfach genial. Also, es ist optisch einfach ein Brett, ne? Man muss das immer mal wieder betonen. Auch die positiven, aber man will auch nicht die negativen Sachen verschweigen. Also, wir haben jetzt alle sehr, sehr lange auf diesen 1.7er-Patch gewartet und wer hätte erwartet, dass das Ding mehr kaputt macht, als dass das repariert. Wobei, es hat schon viel repariert, ne? Ach guck mal, man kann das wohl daran erkennen. Das ist wohl wieder so ein, ich sollte die Lampe benutzen Ding, ne? Ja, das sieht doch eindeutig danach aus. Da muss man nicht die ganze Zeit mit der Lampe rumlaufen wie so ein Verrückter. Sie sind hinter uns her. Sie werden Garan nicht reinlassen. Still, du Idiot! Halt den Rand, sonst hört dich der Adelsfritze! Ah, der sitzt auf seinen Seidenkissen, stopft sich bestimmt gerade Fleisch rein. Ja, warum nicht, ne? Nom, 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 nom. Und hat keine Ahnung, dass wir ihn gleich in Fetzen reißen. Die Luft ist rein, Jungs! Los jetzt! Das klingt ja nicht nach so einem netten Plan, ne? Warum wollt ihr denn den armen Mann in Fetzen reißen? Was hat er euch denn getan? Na gut, das war das. Wir laufen erstmal noch ein bisschen außen rum und suchen mal hier so gemütlich. Gibt immerhin 50 Erfahrungspunkte dafür. Also ihr seht, dieses optionale Quest-Ziel ist bis jetzt schon relativ sinnig gewesen, weil wir haben jetzt schon 100 Erfahrungspunkte gekriegt und wenn ihr überlegt, was man sonst für einen Quest kriegt, ist das ganz schön viel. Man levelt ja doch gefühlt ganz schön langsam. Also wenn man überlegt, ich bin bei meinem Main-Game jetzt bei Level 34 und wollte jetzt gerade die Meisterrüstung mir zusammen schmieden. Von der Wolfsschule, weil ich dachte, geil, ich kann die jetzt ertragen. Wehe, die haben die jetzt auf 35 erhöht. Da muss ich ausrasten, ne? Hätte ich mal nicht gepatcht. Leider geht das nur mit der Good Old Games Version. Da lässt sich ja sagen, ich will den neuesten Patch nicht. Verpiss dich. Ein Turm voller Ratten. Doch mal ein Toe, ne? Oha. Ein Wasserweib. Was willst du? Ey, ich bin ausgewichen. Leider in die falsche Richtung.
Du bist fies. Oh, die halten, wenn man sie dann trifft, halten sie nicht viel aus, ne? Weil die sind halt so weich. So, oh, ist das hübsch hier. Guckt euch das an. Ein bisschen Grafik genießen. Da muss man auf YouTube, darf man halt nicht so viel bewegen. Da gibt es nicht so viel Geschrubbel. Na, gibt es hier noch irgendwo irgendwas? Was ich erforschen kann mit meiner Lampe? Da ist noch eins. Da ist noch was. Millie, wir müssen fliehen, schnell! Millie? Millie, was hast du? Weiß nicht. So heiß. Es brennt. Oh. Was brennt? Nein, nein, bleib zurück! Verlass mich nicht! Okay. Ich habe keine Ahnung, was abgegangen ist, aber es sah nicht so gut aus, ne? Da sind wir uns, glaube ich, einig. Wir gucken uns hier natürlich noch ein bisschen um, bevor wir dann in den Turm gehen. Bleib spannend. Vor allen Dingen, ob da noch irgendwas an Geistergeschichten versteckt ist. Welche Kisten? Ne. Um den Turm vielleicht noch irgendwas rum. Ich sehe auf jeden Fall eine Alkbuddel, das ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht ist da oben noch irgendwas. Auch wenn ihr jetzt hier guckt, so, ne, diese ganzen Holzstäbe, die sind alle unterschiedlich hoch und unterschiedlich geformt. Das sind natürlich nicht alle einzeln modelliert, aber sind schon ziemlich viele. Also es sieht halt nicht wie aus dem Baukasten aus, sondern diese ganze Palisade sieht halt handgearbeitet aus. Deswegen sehr realistisch und das macht so viel aus in dem Spiel. So, ich habe aber, glaube ich, erstmal wieder genug über die Grafik abgegeilt. Oder können wir uns jetzt wieder konzentrieren, Leute, ja? Also bitte mal ein bisschen Konzentration auf die Story. Grafik ist nicht alles, ja? Meine Güte, immer das Gleiche mit euch, ne? Grafikgeilen Säcke hier. Es sieht halt gut aus, man muss es sagen. Ich latsche jetzt hier noch einmal draußen rum, einfach nur um zu gucken, ob ich hier noch so einen grünen Nupsel verpasst habe. Ich will ja nichts verpassen. Hier sehe ich auf jeden Fall nichts Grünes. Hier sehe ich ein Boot. Und das Boot ist nicht von uns, somit könnte da ein grüner Nupsi sein. Here we go again! Motor heute, na komm schon! Was? Ah, voll daneben gelangt. Was seid ihr so frech? Ah, weg! Ah! Aber die letzte auch noch. Oh, du lebst ja noch! Was ist das denn? Ich dachte, deine Kollegen hätte ich mit explodieren lassen. Haben sie nicht. Durfte nicht mitmachen, er war schon immer Außenseiter, ne? Nicht mal beim Sterben wollten sie ihn dabei haben. Also hier ist nichts mehr, hier scheint nichts mehr. Immerhin noch ein Säckchen mit ein bisschen Salpeter drinne. Ist hier denn gar nichts mehr zu finden, Leute? Kein bisschen. Ja, wir sind schon außerhalb des Quest-Bereiches. Ja, jetzt müssen wir einmal gerade rumlatschen, wenn wir schon dabei sind. Oh nein, jetzt muss ich schwimmen. Nee, schwimmen will ich nicht. Doch, wieder zurück. Rein in die Burg. Ich glaube, dann haben wir außen soweit alles gesehen. Kann natürlich sein, dass in dem Turm noch was ist. Möglich ist alles. Alles voll mit Viechern hier. Na, mal los. Erkunde den Turm. Während wir den erkunden, immer schön die Äuglein offen halten, ne? Aber ich werde jetzt einfach nochmal meinen Blick schweifen lassen. Ihr seht das, der Kreis ist so groß. Ich habe das Gefühl, wir haben noch welche übersehen. Wollen wir noch einmal eine Runde durch den Dschungel? Dschungel, sag ich schon, durch den Sumpf latschen. Eine schnelle. Erstmal noch eine schnelle laufen, ne? Komm. Gehen wir nochmal gucken hier. Ja, wobei, ne, komm, wir legen los. Ach, auch neu. Fallschaden, muss ich noch erzählen. Auch neu seit dem Patch jetzt. Vorher war das so, wenn man runtergefallen ist von einer etwas höheren Höhe, hat man ja ordentlich Fallschaden. Also wirklich, war ganz schön deftiger Fallschaden. Man ist auch relativ schnell gestorben und musste da gut aufpassen. Das konnte man umgehen, indem man in dem rechtzeitigen Moment die Sprungtaste gedrückt hat. Dann hat Geralt so eine Rolle gemacht und man hat nicht ganz so viel auf die Fresse gekriegt. Das läuft jetzt automatisch, weil man gemerkt hat, das springt das Spielprinzip deutlich voran und nervt die Leute nur. Deswegen macht er das jetzt automatisch. Wir müssen uns nicht mehr drum kümmern. Was für mich gut ist, denn ich wusste nicht mal, dass man die Sprungtaste drücken kann. Ach, guck mal, da ist doch einer.
Also bleiben wir doch drinnen jetzt. Mal sehen, was die noch erzählen. Wo ist dieser Adelsfritze? Hier liegt er. Mausetot. Der Kopf ist geplatzt wie ein fauler Kürbis. Schon mehr wie ein Bauer. Verteilt sein Blut und seine Scheiße überall. Hat sich ausgeadelt. Sie haben es zu schnell gemacht. Hätte mehr leiden müssen. Ach, wie nett. Er ist nicht der Einzige. Die Söhne können für ihn leiden. Und die Tochter nach oben. Zu der Zeit, Frauen, das lief eigentlich immer auf eine Vergewaltigung hinaus, ne? Okay, also sie haben den Adelsmann einfach mal kaputt geballert und seinen Kopf zerplatzen lassen, wie einen reifen Kürbis. So, was wollen wir mal gucken? Was haben wir denn hier? Von Ratten. Sowohl Tote als auch Lebendige. Die fressen... Igitt, Geralt, hör auf! Ich will's gar nicht wissen. Du wolltest es wissen, deswegen bin ich jetzt ja hier. Was haben wir denn hier? Die Bauern sind nicht gekommen, um höflich zu bitten. Nee. Das sieht eindeutig nicht danach aus. Was haben wir denn noch so? Okay, Ratten, Ratten, Ratten. Immerhin sind die freundlich und greifen die an. Was haben wir da hinten? Kleine Igniglyphen. Hier haben wir noch ein bisschen Blut anscheinend. Blut. Hier haben viele ihr Leben gelassen. Draht! Hä? Was denn hier am Ballern? Hört ihr das? Klingt, als wäre da jemand. Das. Wow. Okay, das war einfach der Kronleuchter, der am Ausrasten ist hier. Irgendwie gibt es ein bisschen Pop in meinem Licht. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, dass das Licht immer erst angeht, wenn wir irgendwo hingehen. Oder ob das auch seit dem Patch schief läuft. Also ich habe das nicht in Erinnerung, dass Fackeln und so immer erst dann angehen, wenn man in die Richtung blickt. Und dann anbleiben auch. Aber das habe ich so nicht in Erinnerung. Naja, gut. Gucken wir mal, was hier los ist. Die Reichen. Ich werde sie nie verstehen. Halten Ratten in Käfigen wie Hasen. Sollen wir sie rauslassen? Wenn wir nichts tun, verhungern sie. Ich würde sie lieber verbrennen. Sie freizulassen wäre nicht gut. Stell dir vor, welchen Schaden sie anrichten würden, wenn sie ins Dorf zurückschwimmen. Schwimmen? Ratten? Wie soll das denn gehen? Wenn du wüsstest, ne? Oh, mach dir um die keine Sorgen. Das sind schlaue kleine Viecher. Schlauer als du. Das glaube ich aufs Wohl, ey. Kommen sie dir nicht träge vor? Vielleicht haben sie die Krätze. Und der Gestank. Tschang. Also wir haben die Rattenkäfige gefunden. Hier wurden also diese Ratten. Kera hat ja schon erzählt, dass sie irgendwie an Ratten experimentiert hat. Hier wurden die also gehalten. Und einige sind ausgebüxt, so wie es aussieht. Da bekomme ich ja doch ein etwas unangenehmes Gefühl, wenn die jetzt irgendwelche Krankheiten übertragen. Wobei wir sind Hexer, wir sind ziemlich immun gegen ziemlich viel Kram. Das wird schon passen. Sehr viel leere Flaschen, Quecksilberlösung, Seide. Sonst noch irgendwas? Nee. Was haben wir hier noch? Noch eine leere Flasche. Müssen wir aber das Inventar wieder ein bisschen aufräumen. Wobei seitdem der Patch draußen ist, ist wenigstens das ja jetzt übersichtlich geworden. Auch was Tränke einnehmen angeht und so. Man muss nicht mehr an den ganzen Millionen Büchern vorbeiscrollen, um dann die entsprechenden Tränke zu finden. So, dann geht das jetzt ja nur noch berg nach oben. Bergauf. Türmchen hoch, will ich mal sagen, ne? Gleich die nächsten Geister. Oh, da ist ein... Habt ihr das gesehen, wie diese Fackel hier angegangen ist? Die gehen erst an, wenn ich hingucke. Vielleicht soll das aber geistermäßig so sein. Vielleicht spukt hier irgendwas. Schauen wir erstmal, was hier abgeht. Fang nicht damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen. Mein Herr, Bauern, Sie sind durch die Tür in den Turm. Und gleich wird sein Kopf wie ein reifer Kürbis platzen. Hätte er mal auf sie gehört. Ich glaube, das wird seine Tochter gewesen sein. So, was gibt's denn hier so zu looten? Nicht viel. Hier gibt's auch nichts zu erforschen. Guck, ist auch wieder angegangen. Habt ihr es gesehen? Ich glaube, das soll so sein.
Johann, ist ja Judith schon wieder ein Part rum. Mein Gott, die Zeit vergeht, Leute. Die Zeit vergeht, ne? Gut, machen wir hier ein Break. Ist ja auch gerade ein hübscher Ort, so voller Ratten und Lampen, die angehen, wann sie Bock haben. Dann bedanke ich mich erstmal für euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Und die ganzen Ratten hier, ne? Bis dann.